Und damit guten Tag Leute, Leo hier zu einem Siege News Special. Was ein Format, welches gerade erst angefangen hat, quasi kommt jetzt schon mit dem Special? Natürlich, und ich kann euch auch ganz genau sagen, warum. Erstens, ich kann's. Und zweitens, es kommt eine neue, komplett neue Season in Siege raus und es wird so viel Neues da drin passieren. Und ohne großartig Zeit zu verlieren, fange ich auch direkt damit an, euch zu erzählen, was ich überhaupt in diesem Video alles so über diese Operation zu sagen habe. Thematisch fängt dieses Video mit Alibi und Maestro an, also sprich den zwei neuen Operators, und ich werde euch mal zeigen, welche Bewaffnung die haben und selbstverständlich, was deren spezielle Gadgets drauf haben. Danach sprechen wir ein bisschen über die neue Map Villa. Ich habe sie zwar noch nicht gespielt, aber ich kann sie euch trotzdem ein bisschen zeigen. Gehe aber danach etwas detaillierter auf das neue Clubhouse ein. Weil die alte Map Clubhouse, ich sage immer Clubhouse ist Englisch, ne, aber sie wurde gebufft und sie ist wirklich redesigned worden. Danach gehe ich auf das Balancing ein, weil auch in der nächsten Season wird sich ein bisschen was verändern und wahrscheinlich mit einer der wichtigsten bzw. interessantesten Dinge sind die kugelsicheren Camps. Auch über die werde ich ein ganz kleines bisschen sprechen. Danach werde ich noch minimal Rainbow Six Fix ansprechen. Last but not least werde ich euch ein bisschen darüber erzählen, was ich über diese Season denke, denn ich glaube, wir haben die wahrscheinlich interessanteste und aufregendste Season vor uns seit Release des Spiels essentiell und dementsprechend würde ich dann noch sagen, yes, und bevor ich dann jetzt wirklich anfange mit dem Video, werde ich auch nochmal sagen, worüber ich denn nicht rede. Ich werde zum Beispiel nicht über den neuen Elite-Skin von Thatcher reden. Ich habe es jetzt hier einmal erwähnt, aber mich jucken alle Skins in Siege nicht, weil mir geht es wirklich ums Gameplay. Außerdem werde ich nicht auf das Pick-and-Ban-System eingehen, weil so wie ich das verstanden habe, wird das nur in den Custom-Games und in der Pro-League selbstverständlich benutzt und ist dementsprechend irrelevant für den normalen Spieler. Ich werde nicht auf die Map-Rotation eingehen und ich werde auch nicht auf das neue HUD eingehen, weil... Klar, auch all diese Dinge sind irgendwie wichtig, aber das hat ganz ehrlich, ihr spielt 4 Runden und ihr habt das hat gesehen, deswegen wollte ich da nicht darauf eingehen. Aber wie gesagt, ich will keine Zeit verschwenden, wir fangen dann jetzt auch direkt mit den neuen Operatoren an. Ganz nach dem Motto Ladies First fange ich auch mal mit der Lady an und zwar Alibi. Echter Name ist, das fand ich einfach nur mal interessant, Aria Luca oder Lusa. Ich bin mir an dieser Stelle nicht ganz sicher, also bringt mich bitte nicht um, falls ich die Namen falsch ausspreche, aber sie ist ein 3-Speed 1-Armor Operator, also sprich ähnlich wie Ashe ist sie einfach verdammt schnell, hält aber dementsprechend nicht so viel aus, ist equipped mit einer Impulsgranate und einem Schild und hat als Primary quasi eine MP, zumindest die MX4, da bin ich mir extrem sicher, das soll eine Maschinenpistole darstellen, also eine MP, und mit der ACS-12 mit einer Shotgun. Und als Secondary haben wir dann quasi 2 Revolver. Und sie ist selbstverständlich ein Verteidiger und damit kommen wir dann auch zu ihrer Special-Fähigkeit bzw. zu ihrem Gadget. Alibis Gadget nennt sich Prisma, was essentiell 3 Hologramme spawnt. Das ist so ein Teil, das wirft man wirklich irgendwo hin und dann deployt man das. Und schießt man dann auf diese Hologramme, wird man tatsächlich als Angreifer markiert. Das gleiche gilt auch, wenn man da aus Versehen durchläuft. Also egal, was ihr mit diesem Hologramm macht, zerschießt ihr nicht die Base, also sprich dieses Teil, was man damit deployt, werdet ihr tatsächlich aufgedeckt. Und meine Güte, kann man damit viel Unfug machen. Also die kann man auch zum Beispiel rauswerfen, diese Gadgets, und dann wird man nicht aufgedeckt, aber die Angreifer, die kriegen es angezeigt, dass jemand am Roamen ist, beziehungsweise halt nach draußen gegangen ist. Also da bin ich auch mal gespannt, wie sich das so im finalen Spiel wirklich spielt, weil das, boah, das könnte richtiger Cancer sein, wenn dann ständig jemand Alibi spielt und dann wird dann schon draußen, bevor man überhaupt reingeht, schon angezeigt wird, dass da jemand nach draußen gegangen ist. Man muss also deutlich vorsichtiger jetzt vorgehen und um es dann auch nochmal zu sagen, Glass ist wahrscheinlich der effektivste Konter gegen sie. Mit Twitch kann man diese Plates, mit der quasi das Hologramm gespawnt wird, zwar zerstören, aber Glass kann tatsächlich die Fake-Hologramme aufspüren, also sprich, er guckt durch Scope und ihr werdet sehen, ob das ein Hologramm ist oder die echte Alibi. Und außerdem, das haben die Entwickler gesagt, die Hologramme tragen nie die Shotgun. Alle Hologramme, die ihr je sehen werdet, werden die MX4 Storm benutzen und nie die Shotgun. Seht ihr also eine Alibi entweder mit ihrer Secondary draußen oder mit der Shotgun, so ist es die echte. Also Achtung! Und nun zu Maestro, welcher selbstverständlich auch ein Verteidiger ist. Sein Name ist Adriano Martello und er ist ein One-Speed Free Armor Operator, also sprich ähnlich wie Rook. Hält also ordentlich was aus, ist aber eher so eine Sache mit dem Roam, weil ihr macht einfach sehr viel Neues. Er ist equipped mit entweder Stacheldraht oder einem Schild und hat als Primary ein Maschinengewehr, Leute. Das ist jetzt kein Witz, diese Alda 556, das ist ein Maschinengewehr. Ich glaube, das Ding hat 100 Schuss, aber das Wichtigste daran ist, es hat ein ARCOG. Ich habe den noch nicht in einer Runde wirklich gespielt, sondern nur in einem Testspiel, sage ich jetzt mal. Und ich bin mir echt unsicher, ob das so eine gute Idee ist. Also ich bin mir sehr stark sicher, dass eventuell da noch einiges an Balancing machbar sein müsste, aber wie dem auch sei, er hat quasi dieselben anderen Primary und Secondaries wie Alibi, also sprich mit der ACS-12 die Shotgun und die beiden Revolver als Secondary.
Seine Special nennt sich Evil Eye, also sein Gadget, und es ist essentiell eine kugelsichere Kamera, aber mit einem Laser. Das Teil deployt man ähnlich wie zum Beispiel Jäger es mit seinem Gadget tut, und dann kann man auch wirklich auf Leute schießen mit einem Laser. Mit diesem Laser könnt ihr dann einige Schüsse abschießen, aber ihr müsst dann irgendwann das Teil, sage ich jetzt mal, nachladen bzw. aufladen lassen. Also ihr könnt nicht die ganze Zeit einfach blind drauf losschießen. Was mich aber an Maestro extrem interessiert, ist, was die Community aus seinem Gadget machen wird. Man kann nämlich plötzlich, boy, man hat einfach, Leute, man hat echt großartige Möglichkeiten, plötzlich mit diesen Kameras was abzudecken, was vorher gar nicht so möglich war. So, und jetzt zeige ich euch auch, was ich überhaupt damit meine, dass man bestimmte Laufwege völlig neu abdecken kann. So, wir sind jetzt hier mit Maestro am Start, packen mal zwei seiner Gadgets dahin, also sprich an so ein One-Way, sage ich jetzt mal ganz dumm. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind ein Angreifer. Okay, wir kommen von da, okay, wir sehen, yo, Maestro ist am Start, das heißt, der Gegner sieht uns. Wir gehen aber trotzdem mal rein, weil keine Ahnung, wir haben keine andere Wahl, und jetzt plötzlich haut Maestro mit seinem Gadget raus und fuck, hinter mir ist was, man will wieder da raus und dann plötzlich wird man von hinten angeschossen. Und klar, irgendwie muss man sich dann natürlich adaptieren, aber es ist halt schon erstaunlich, was man mit diesen Tools quasi machen kann. Mit Operation Parabellum kommt auch eine neue Map ins Spiel mit dem Namen Villa. Sie ist angesiedelt in der Toskana und ist quasi eine Villa von einer recht großen Schmugglerfamilie, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Operation Parabellum wurde quasi von Rainbow, also wirklich von der Organisation Rainbow quasi, gestartet, damit sie halt quasi diese Villa mal raiden, also sprich überfallen. Und das ist auch quasi das Setting, was ihr dann in dieser Villa erwartet. Also sprich, überall liegt ein bisschen Papierzeug rum, es sieht unaufgeräumt aus und so weiter und so fort. Aber wichtiger ist, dass ich keine Ahnung habe, wie sich diese Map spielt. Ich habe sie noch nie gespielt, aber ich weiß von der Website her, dass es extrem viel Deckung gehen soll. Also, das seht ihr auch wahrscheinlich in diesem Trailer. Das ist nicht nur eine extrem detaillierte Map, sondern da ist überall Deckung und so am Start. Und um das mal eben auf den Punkt zu bringen, das Ding wird auch sofort in der Rank-Playlist sein. Also, es kommt nicht ins Casual rein, sondern kommt direkt in die Rank-Liste. Also, ihr könnt euch darauf einstellen, dass ihr das Teil in Rank spielen werdet. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie sich diese so spielt. Abseits davon, aber von der neuen Map Villa, wurde das Clubhouse, also das Clubhouse auf Deutsch, verbessert bzw. gebufft. Und ich würde einfach mal sagen, bevor ich jetzt doof rede, zeige ich euch einfach mal, was sie da gemacht haben. Ihr seht es hier, ich starte im Schlafzimmer und das erste, was auffällt, das eine Fenster ist weg. Aber viel wichtiger ist einfach der komplett neue Connector, der eben das Schlafzimmer mit dem Cash Room verbindet. Und ihr seht es auch da, da ist ein Fenster wieder zugemauert worden, also sprich, da kann man nicht mehr einfach so breachen. Und schauen wir jetzt auch mal gleich eben hoch, so werdet ihr wahrscheinlich feststellen, wenn ich nicht komplett bräsig bin, da fehlt eine Hatch, also sprich, da kann man nicht mehr einfach so rein breachen. Und auch hier schauen wir mal, kurz vor der Lounge bzw. im Hinterraum, da wo vorher so eine Ecke war, also das ist bei den Kennels, da wo diese Hunde drin sind, da ist einfach eine komplett neue Treppe. Also ihr seht das ja hier, wir gehen hier mal runter. Also es ist wirklich ein komplett neues Areal, wo man dann, wenn man nach rechts schaut, nach unten kommt. Und schaut man nach links, geht's weiter in die Garage. Also hier, ne, nur um es nochmal zu zeigen, rechts geht's einfach weiter ins Untergeschoss. Da die Hatch ist noch immer da, gleicher Platz. Geht man jetzt aber hier hoch in die Garage. Die Garage hat sich jetzt nicht so viel getan, aber dennoch ein bisschen. Wir haben nämlich jetzt plötzlich, erstmal in der Garage, hier ist eine Treppe. Vorher gab es sie nicht, da vorher musste man ja dann mit einer Leiter hoch und die Wand ist geblieben. Man kann da immer noch durchbreachen, wie man will. Jetzt kann man aber da einfach durchs Fenster gehen und dann ist man da oben angekommen. Und kommen wir zu guter Letzt zur Bar. Diese Bar wurde jetzt quasi geteilt. Also ihr habt es da schon gesehen, erstmal da, wo eigentlich der Weg war, ist jetzt plötzlich eine Wand. Und auch hier, hier gibt es einfach überall neue Wände, die Map so ein ganz kleines bisschen unterteilen. Hier kommen wir vom Script Club. Geht man dann noch links rein. So ist dieses komplette, das Klo ist einfach komplett neu. Also sprich, die haben quasi die Bar ein bisschen sicherer, sage ich jetzt mal, gemacht. Beziehungsweise es ist nicht mehr so offen. Kommen wir nun zum Thema Balancing. So viel wurde gar nicht gebalanced, dennoch wurden einige interessante Dinge wiederum gebalanced. Und deswegen, um es erstmal so zu sagen, Echo kriegt nun zwei Yokai-Drohnen. Vorher hatte er selbstverständlich nur eine. Und diese zwei Yokai-Drohnen wurden jetzt so gebalanced, dass sie nur zwei Schüsse hintereinander abschießen können. Und auch die Zeit, diese Schüsse zu regenerieren, also sprich, hat man die zwei Schüsse weggeschossen, so musste man, das war auch schon immer so, ein bisschen warten, bis sich diese Schüsse aufgeladen haben. Und diese Aufladezeit wurde nun von 10 auf 20 Sekunden erhöht. Viel interessanter meiner Meinung nach ist
aber wiederum das Movement bzw. die Geschwindigkeit des Movements, die verändert wurde. Free Speed Operators werden jetzt langsamer. Das heißt, eine Kavera, eine Ash, ein Bandit oder ein Capitao sind jetzt insgesamt langsamer. Das heißt, sie sind nicht mehr so schnell im Sprinten als auch eben im normalen Laufen. Am unteren Ende wiederum, also sprich alle drei Armor Operators, sprich die ordentlich was aushalten, wie zum Beispiel ein Echo, Capcan, Montagne oder ein Blackbeard, wurden nun ein bisschen schneller gemacht. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass dies mit einer der interessanteren Balancing-Änderungen ist und ich werde am Ende ja nochmal eine kleine Vorschau geben und boy, hab ich euch was darüber zu sagen. Und zum Schluss noch, wenn ihr von eurer Primary auf die Secondary wechselt, so werdet ihr schneller, also so ein ganz kleines bisschen wie bei Counter-Strike. Das gilt aber wiederum nicht für SMGs. Die kugelsicheren Cams sind aber von wahrscheinlich allen Dingen neben den Operatoren aber so eine Sache, wo ich denke, dass die am meisten ein Gamechanger sein werden, beziehungsweise dass sie halt extrem großen Impact haben. Diese kugelsicheren Kameras sind legit Teile, die man ähnlich wie Jägers Gadget einfach irgendwo hin positionieren kann. Ihr könnt sie also auf den Boden legen oder an die Wand heften, je nach Raum macht das halt unterschiedlich viel Sinn. Aber das sind dann Dinger, die kann man nicht drehen und sie halten wirklich Schüsse aus. Schießt ihr sie aber von der Seite ab, kloppt ihr mit dem Hammer drauf oder generell schafft ihr es halt die Wand, auf die die Kameras montiert sind, irgendwie zu zerstören, so könnt ihr die natürlich kaputt machen. Also sie sind nicht unzerstörbar. Nichtsdestotrotz, ähnlich wie eben das Evil Eye von Maestro, können sie durch Rauch schauen, haben zwar keinen Laser, aber meine Güte, Leute, ihr habt plötzlich kugelsichere Kameras. Die Frage ist jetzt aber, wer kriegt die alle? Und die einfache Antwort ist, Castle, Doc und Frost verlieren ihr Schild und kriegen dafür diese Kamera, währenddessen Vigil und Kavera ihren Stacheldraht verlieren und dafür dann diese Kameras zu bekommen. Erst recht, dass die Kavera so eine Kamera bekommt, beunruhigt mich extrem. Ich bin ein großer Fan von Kavera, also ich finde den Operator gut, aber meine Güte, können Spieler die spielen? Ist das ein richtiger Cancer, gegen Kavera anzutreten? Und wenn ihr jetzt noch eine kugelsichere Kamera bekommt, kann man damit echt gut Laufwege blockieren und mit Kavera effektiv abdecken. Also, also ich bin extrem gespannt, wie sich das verhält, also generell das gesamte Spiel mit dem Evil Eye und auch den neuen Bulletproof Camera, weil man könnte es ja wirklich so machen, dass man sagt, ich nehme jetzt eine Valkyrie, ich nehme jetzt so viele Operator wie möglich, die halt eben diese Kameras haben und dann noch ein Maestro und meine Fresse, kann man dann so viel Area abdecken. Kommen wir also nun zum vorletzten Thema und zwar Rainbow Six Fix. Und ich erzähle euch ein bisschen, was das überhaupt ist. Das ist quasi ein System, um Bugs vernünftig zu reporten. Und ich finde, also es hat nicht direkt Einfluss aufs Spiel, deswegen werde ich es kurz halten. Aber ich wollte es halt mal erwähnen, weil ich finde eigentlich so eine Implementierung eines solchen Tools eigentlich echt nice. R6Fix funktioniert nämlich so, dass ihr als User Bugs oder Reports, whatever, auf jeden Fall irgendwas, was in Siege nicht gut läuft, einreicht. Das seht ihr in dem linken Feld. Währenddessen dann die Spieler, also andere Spieler, dann dafür voten können, wie wichtig das Problem ist. Das seht ihr in diesem mittleren Feld. Und wenn es dann genug Votes hat, ich gehe davon aus, dass nur die geupvoteten Errors bzw. Probleme wirklich auch behandelt werden, aber schauen sich die Leute, das seht ihr jetzt auf der rechten Seite, wirklich mal das Problem an, dann werden sie entscheiden, yo, ist das jetzt wirklich ein Problem, um was wir uns kümmern müssen? Und wenn nicht, dann nicht, aber es ist halt eine nice Sache. Es ist halt eine nice Sache, dass man quasi jetzt nicht mehr einfach in ein Forum gucken muss und alles quasi rausfiltern muss, sondern dass man ein Tool hat, wo wirklich steht, okay, dies ist ein Problem, dieses Problem wurde von den Usern als hohe Priorität eingestuft. Leute, das müssen wir fixen. Und genau deswegen wollte ich das einfach mal erwähnen, weil das wird jetzt auch wirklich auf die Live-Server übertragen und man kann es halt nutzen, um Bugs zu reporten. Und wenn dadurch ein Siege einfach besser wird, beziehungsweise alle Probleme, die in Siege vorhanden sind, einfach schneller gelöst werden können, dann finde ich das klasse, dieses System, und deswegen wollte ich es ansprechen. Ich kann es nur wiederholen, das wird eine grandiose Season und warum ich denke, dass diese Season halt so ein Game-Changer sein wird, ja, das werde ich euch jetzt mal erzählen. Der Grund, weshalb ich denke, dass Parabellum, also Operation Parabellum, wahrscheinlich die interessanteste Operation seit Beginn des Spiels ist, liegt an drei Faktoren. Der Operator-Geschwindigkeit, also sprich, dass eine Ash zum Beispiel einfach nicht mehr so schnell ist. Die kugelsicheren Cams, weil ich denke, dass einfach mit diesen Bulletproof Cams in Kombination mit dem Evil Eye einfach das, da kann man einfach so interessante Dinge mitmachen und viel wichtiger, es wird so gefährlich für die Angreifer, jetzt einfach irgendwo reinzugehen. Und auch noch Alibi mit ihren Hologrammen, die sie sogar nach draußen schmeißen kann, um die Leute abzulenken. Diese Operation greift quasi so dermaßen ins Meta ein, wie es noch nie so richtig passiert ist. Also klar, es gab immer mal ultra große Meta-Changes, aber dadurch, dass jetzt quasi die Defender so dermaßen stark gemacht wurden, haben es die Angreifer plötzlich sehr viel schwerer, überhaupt ins Haus reinzukommen. Und wenn sie im Haus dann drin sind, dann müssen sie darauf achten, dass
kein Hologramm von Alibi um die Ecke kommt, dass dann in der Ecke kein Evil Eye ist und sie schon mit dem Laser schon ordentlich was ziehen und selbstverständlich, dass sie dann nicht außersehen in eine Bulletproof Cam reinlaufen, weil je nachdem, welchen Operator ihr spielt, könnt ihr nichts gegen diese Cams machen. Und Leute, jeder Verteidiger hat Zugriff auf diese Bulletproof Cams. Das heißt, das komplette verteidigende Team kann so dermaßen viel Information sammeln. Also sprich, die wissen einfach, wo ihr seid. Und eventuell, ich habe es gerade schon gesagt, aber habt ihr einen Operator, der nichts zum Sprengen hat, könnt ihr diese Bulletproof Cams nicht zerstören. Was essentiell heißt, dass ihr eventuell bestimmte Laufwege gar nicht benutzen könnt, weil dann einfach irgendein Verteidiger an dieser Stelle einfach den Winkel hält, weil sie haben die Information und ihr eventuell nicht, weil die Angreifer, also sprich die Drohnen oder sonst was, von den Angreifern wurden nicht berührt. Im Gegenteil, ich habe es ja gerade schon gesagt, eine Ashe zum Beispiel ist plötzlich langsamer. Also sprich, man kann nicht einfach mal an den Kameras vorbeirushen, beziehungsweise ich weiß noch nicht, wie langsam die ist, aber es wird definitiv, glaube ich, einen Impact haben, dass einfach diese Operator nicht mehr so schnell sind. Und generell, das komplette Spiel muss dementsprechend langsamer werden. Das komplette Spielgefühl wird sich verändern aus dem ganz einfachen Grund, weil Angreifer, die wie Kranke reinrushen, wahrscheinlich so dermaßen auf die Fresse kriegen werden, dass es anders gar nicht geht. Und deswegen freue ich mich auch schon extrem auf die Operation Parabellum. Muss aber auch zugeben, dass ich glaube, dass noch ordentlich was gebalanced werden muss, weil bisher hört es sich halt so an, als würden die Verteidiger OP werden. Also sprich, Leute, stellt euch mal vor, ihr seid auf irgendeiner Map, ihr holt euch das Evil Eye ran, mit Alibi auch noch, das sind nur zwei Operator und einer davon hat schon zwei Kameras. Und dann holt ihr euch noch eine Valkyrie am Start, das sind drei Kameras noch und dann noch zwei andere Operator mit zwei Bulletproof Cameras. Oh mein fucking Gott, das wird richtig schwer werden, dann in das Haus einzudringen, ohne dass ihr einfach abgeschlachtet werdet, meiner Meinung nach. Schreibt mir dazu bitte also eure Meinung unbedingt mal in die Kommentare. Das war ein ganz schön großer Haufen Informationen. Ich hoffe, man hat gemerkt, dass ich hier nicht nur ein paar Stunden in dieses Video investiert habe, sondern Tage. Und dementsprechend würde ich auch erstmal sagen, Leute, ich werde wahrscheinlich, wenn es zeitlich klappt, für jede Season so ein Special machen, weil jetzt habe ich ein Format namens Siege News und ich denke, das ist dann einfach eine super Sache, wenn ich dann wirklich mal auf die komplette Season bzw. die komplette Operation mal richtig drauf eingehe und euch erzähle, was denn so neu ist und was nicht. Abseits davon aber würde ich euch bitten, liked dieses Video bitte, wenn es euch gefallen hat. Ich habe hier wirklich viel Arbeit reingepackt und angenommen, ihr kennt ein paar Freunde, die auch Siege spielen. Leute, wisst ihr was? Schickt denen dieses Video, weil ich muss wirklich sagen, ich glaube, rein von der Information ist dieses Video echt gut geworden. Also es ist eine richtig kleine und handliche Zusammenfassung von dieser Season. Und mit diesen Worten würde ich dann auch ganz ehrlich sagen, Leute, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, kommentiert es, schickt es an Freunde, teilt es, whatever. Aber mit diesen Worten würde ich dann auch sagen, ich bin raus, haut rein.